Jetzt ist es schon voll und schnappelig hier auf der Bühne. Ich hoffe, die Letzten sind auch da drin. Du bist die Letzte. Immer wenn wir die Party sehen, sind alle da. Ja, herzlich willkommen den Prinzenpaaren natürlich hier auf der Bühne. Und es ist noch eine Vertreterin der Politik hier gerade eben hinzugekommen. Unsere liebe Elke Zeeb, Bündnis 90 Die Grünen, auch dir natürlich herzlich willkommen hier oben auf der Bühne. Wir wollen natürlich auch die Randgruppen begrüßen hier. Elke, schön, dass du da bist. So, dann darf ich euch jetzt einmal ganz kurz unsere Prinzenpaare vorstellen, bevor die beiden oder die vier, muss ich ja sagen, sich gleich mit unserem Oberbürgermeister auseinandersetzen, um die Schlüssel, die er schon bereits in der Hand hat. Und da beginne ich einfach mal mit unserem Kinderprinzenpaar. Darf euch vorstellen, seine Autorität, Prinz Leon der Zweite. An seiner Seite unsere Kinderprinzessin, Prinzessin Asimia Alina, die Erste. Und die beiden werden begleitet heute von einem Hofmarschall, ist das richtig? Von Dennis Adamski. Lieber Dennis, schön, dass du da bist. Und eine Dame, die das immer koordiniert vom Festkomitee Essener Karneval, Nicole Heiliger, auch dir herzlich willkommen. Und was ein ordentliches Kinderprinzenpaar ist, hat es natürlich auch eine Leibgarde. Das sind die Damen und Herren vom Essener Karnevalsverein. Und ihre Heimatgesellschaft haben sie mitgebracht. Das sind die Damen und Herren der Rumbacher Narren. So, und jetzt mache ich einfach mal gleich weiter und stelle unser Stadtprinzenpaar vor. Geht einfach mal nach vorne. Ja, das soll ja schön werden, dann sollen die Leute mich sehen. Die sind ja eure Wege, ja? Ich darf begrüßen unseren Prinzen, unseren Stadtprinzen Oliver den Ersten. An seiner Seite Prinzessin Asimia Sandra die Zweite. Und sie haben heute mitgebracht, wie fast immer, ihren Hofmarschall Klaus Zock. Und die beiden haben natürlich jeweils eine Leibgarde und dafür zuständig für den Prinzen sind die Damen und Herren der Essener Prinzengarde. Und an der Seite der Prinzessin, die steht hinter mir, geht mal bitte auch mal nach vorne, weil nochmal, es soll doch schön sein, die schwarze Helene der Carifinilio. Was habe ich gesagt? Die schwarze Lene, habe ich Helene gesagt? Ich verbessere mich, das ist die schwarze Lene der KG Fidelio. Unsere Sandra Dimanski. Wollt ja nur mal hören, ob du aufpasst. So. Wen habe ich denn noch vergessen? Die Heimatgesellschaften natürlich. Die älteste Gesellschaft, die wir in Essen haben, da ist unser Prinz verheimatet, die KG Hanekopf. Und unsere Prinzessin hat einige Vertreter ihrer Heimatgesellschaft mitgebracht, die AKG Burg-Altendorf. Und da möchte ich mir, und das ist mir ein ganz besonderes Bedürfnis, mal ganz persönlich begrüßen, den Vertreter der AKG Burg-Altendorf, der jeden Termin mitmacht, weil ich weiß, dass der mit beiden sitzen immer auf derselben Bank, ganz hinten im 9er Bus, wenn ich mitfahren darf. Die Lümmel von der letzten Bank, der Papa von der Prinzessin, Klaus Klebs. Herzlich willkommen, schönen Dank, dass du bei den Begleitungen immer dabei bist. So, jetzt hoffe ich, dass ich niemanden vergessen habe. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Clinch mit unserem Oberbürgermeister. Viel Vergnügen. Höre gerade, Prinz sagt nein. OB darf man nicht sagen, wir machen erst das Programm und da beginnen wir natürlich mit den Kindern, gehe ich mal von aus. Denn die haben ein ganz, ganz tolles Lied, was wir euch jetzt präsentieren möchten. Und da brauchen wir ein zweites Mikro. Das wird hinten schon angereicht, der Hofmarschall, der winkt jetzt wieder in der Gegend rum, anstatt das Mikro anzunehmen. So, und jetzt will ich sagen, viel Spaß mit unserem Kinderprinzenpaar. Viel Vergnügen, bitteschön.